Hallo und herzlich willkommen zurück zu Freelancer. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, es geht nach Rheinland. Da müssen wir jemanden rausholen. Und jetzt gehen wir zum ersten Mal nach Rheinland. Und ich bin echt mal gespannt, ob wir da auch neue Schiffe kaufen können. Oder ob wir uns da auch Geld verdienen müssen dafür. Weil, naja, Rheinland ist ja fast schon abgesperrt und feindliches Gebiet, wenn man so sagen kann, im Moment. Von daher bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber, naja, wir schauen einfach mal. So, erstmal treffen wir uns mit Förster Kera. Freelancer Alpha 1-1, hier Kyoto. Alles klar für den... Trent, neue Pläne. Übernehmen Sie die Führung. Wir erfuhren eben, dass Rheinland das Sigma-System eingenommen hat. Alle Basen und Sprungtore werden jetzt von Rheinland kontrolliert. Aber es gibt noch eine Option. Die Blutdrachen kennen ein nicht kartografiertes Sprungloch in Sigma 13, das sie nach Neu-Berlin bringen kann, wenn wir uns beeilen. Wir eskortieren sie dorthin. Dann sind sie auf sich gestellt. Alles klar. Okay. Ja, das meinte ich damit. Das Rheinland-System ist ziemlich abgeschottet. Ob wir da irgendwie was machen können, das ist fraglich. Ob wir einfach nur reingehen und danach wieder rausgehen. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Fürster Kera, wir sind beim Sprungloch nach Sigma 13. Weitermachen, Kobo. Trent, ich fliege mit Ihnen durch. Alles klar. Andocken. Ich sehe es irgendwie noch gar nicht. Ah doch, jetzt wird es sichtbar. So, das heißt, wir gehen erstmal in ein Sigma-System rein. Was war's? Sigma 17? Unsere Informanten melden, dass sich eine große Rheinwehrflotte in diesem Bereich sammelt. Nee, Sigma 13 war's. Und, oh je, ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Große, also, oh, das sieht aber krass aus mit den einzelnen Partikeln. Warum fliegen wir so langsam? Trent, mir Energie auf die Triebwerke! Mit den Partikeln hier, das sieht schon irgendwie cool aus. Aber dass eine große Flotte da ist, ja, weiß nicht, ob mir das so gefällt. Schauen wir mal. Oh mein Gott! Die Berichte haben gestimmt. Rheinland scheint die gesamte Nordflotte nach Sigma zu verlegen. Wir wurden entdeckt! Hallo? Dann müssen wir wohl hier mal ein bisschen klar Schiff machen anscheinend. Wow, das wird wieder schwierig werden wahrscheinlich. Ja, klasse. Das wird wieder schwierig werden, wie es aussieht. Wir müssen erst einen großen Kreuz anhalten. Das ist halt schwierig. Aber ja, gut. Badam, badam. Ja, komm schon. Gleich müssen wir dich doch haben. Hier ist das Schlachtschiff noch. Ach du Scheiße.
Das Sprungloch ist nahe. Wir müssen sofort dorthin. Okay. Dann lassen wir das Schlachtschiff einfach mal da, wo es ist. Hallo? Jetzt. Und springen zum Sprungloch. Hoffentlich verfolgt uns das Schlachtschiff nicht. Nee, das sieht gut aus. Huff. Ich habe schon befürchtet, wir müssen das auch noch machen. Haben abgedreht. Die müssen größere Fische als uns fangen. Da die Liberty-Flotte nach Kepler vorrückt, wird Kusari in der Mitte aufgerieben. Strahlungsschaden. Was ist das hier? Hier sehen Sie die Überreste der Entscheidungsschlacht des 80-jährigen Krieges zwischen Rheinland und der KGS. Das Sprungloch liegt direkt vor uns. Ja, da sind wir auch relativ nah dran jetzt. Dieses Sprungloch bringt Sie nach Neu-Berlin. Weiter können Fürst Takira und ich nicht. Kusari-Bürger werden in Rheinland sofort verhaftet. Oder Schlimmeres. Von Klausen erwartet Sie auf Neu-Berlin. Wir müssen ihn unbedingt lebend rausbringen. Viel Glück, Trent. Okay, dann geht's nach Neu-Berlin. Und viel Danke, das könnten wir wahrscheinlich brauchen. Glück könnte man wirklich gut gebrauchen. Und neue Schildbatterien könnte man brauchen. An die Handelsroute andocken. Wo sind wir denn jetzt? Ja, okay. Aha, da war Sigma 13 und da geht's nach Neu-Berlin. Okay. Dann docken wir doch mal an. Andocken. Ich könnte mir vorstellen, dass das alles schwierig werden wird. Trent, hier Hakera. Wir hörten, dass von Klausens Unterschlupf enttarnt wurde. Er ist auf der Flucht. Sie müssen ihn rasch finden. Okay. So viel dazu. Aber wir müssen anscheinend andocken, oder? Das sieht danach aus. Andocken. Verstanden. Anflugerlaubnis zum Landepunkt erteilt. Sie dürfen jetzt zum Landepunkt. Alles klar, dann müssen wir mal hier andocken. Neu-Berlin. Schauen wir mal, ob es da neue Schiffe gibt. Falls wir überhaupt das machen können. Werter Herr, wollen Sie wissen, was die Zukunft für Sie bereithält? Nein, danke. Kontakt mit lieben Verstorbenen? Hilfe bei der Suche nach jemandem? Nein. Mr. Blix hier irrt sich nie in solchen Dingen. Er sagt, Sie suchen nach jemandem. Einen Herrn von Klausen. Kann er nicht selbst reden? Mr. Blix hat seine Quellen auf einer höheren Ebene. Und was ist mit Ihnen? Ich nicht, Sir. Meine Gabe ist die eines Hörers. Zusammen sind wir die Augen und Ohren derer, die für solch himmlische Dienste zu zahlen gewillt sind. Zurzeit stehen wir im Dienst eines solchen Mannes, des Mannes, den Sie suchen. Wissen Sie, wir warten schon eine ganze Weile auf Sie. Wieso? Um eine Nachricht zu überbringen. Sie sollen Herrn von Klausen auf der alten Terraforming-Plattform auf dem Planeten Holstein treffen, im Frankfurt-System. Keine Sorge, Mr. Trent. Die Götter sind Ihnen hold. Sie werden zur rechten Zeit dort ankommen. Okay, wenn du das so sagst. Naja, gut. Dann, was machen wir als erstes? Nachrichten? Kennen wir schon. Nachrichten, die Sie wissen müssen. Hier ist der Colony News Service. Aha. Liberty unterdrückt die Medien, okay. Das sind alles eigentlich neue Sachen. Quellen im Kanzleramt geben zu verstehen, dass die machthungrige Präsidentin von Liberty alle diplomatischen Verbindungen mit Rheinland abgebrochen hat, offenbar in Vorbereitung eines Krieges.
Ihre eigene Regierung ist jedoch durch politische Unruhen geschwächt und mehrere hochrangige Regierungsmitglieder behaupten öffentlich, die Präsidentin arbeite gegen die Interessen ihres Volkes. Manche beschuldigen sie der Korruption, einige sogar des Verrates. Ja, jetzt sieht man hier, da sind die Nachrichten komplett anders als, ja. In anderen Teilen der Kolonie ist zu erfahren, dass Nachrichten über politische Probleme der Präsidentin von Liberty durch die eiserne Faust des Liberty-Medienapparates unterdrückt wurden. Wir danken dem Kanzler und dem Wahrheitsministerium für ihren unermüdlichen Einsatz für die Informationsfreiheit, die wir in Rheinland genießen. Wahrheitsministerium, na, ich bin mir nicht so sicher. Heroischer Kanzler bleibt hart. In der jüngsten Drohung aus Liberty stellte die Präsidentin dem Kanzler ein Ultimatum, falls Rheinland nicht komplett demobilisiere, stehe eine Invasion bevor. Der Kanzler erklärte daraufhin, weder könnten Kusaris Intrigen die Lebensenergie aus Rheinland sehen, noch würde Libertys Einschüchterungstaktiken und egoistische Forderung eine Kapitulation erreichen. Ja, haben wir alles schon anders mitgekriegt eigentlich. Während Liberty weiterhin auf der Seite der von Kusari unterstützten Verbrecher steht, welche Terroraktionen gegen die unabhängige Nation Rheinland durchgeführt haben und Jacobi ihre eigenen Angriffskräfte sammelt, scheint Bretonia wieder zur Besinnung zu kommen. Berichten zufolge hat sich der Kanzler an unseren langjährigen Verbündeten gewandt und bittet Königin Carina um ihre Unterstützung beim Widerstand gegen die leeren Drohungen aus Liberty. Die Hauptverschwörerin Präsidentin Barbara Jacobi verliert anscheinend die Kontrolle und der Druck durch die libertianische Marine und andere führende Persönlichkeit, die sie aus ihrem Amt entfernen möchte, wächst. Jüngste Informationen zeigen, dass sie möglicherweise des Hochverrates und der Verschwörung mit dem Orden schuldig ist. Vielleicht ist jetzt an der Zeit, dass das Militär die Zügel in die Hand nimmt und im Namen des Friedens offiziell Anklage erhebt. Ah, das kennen wir, glaube ich, schon. Ja, okay, das kennen wir alles schon. Können wir eigentlich auch Dinge annehmen? Ja, das geht anscheinend. So, dann schauen wir mal jetzt beim Schiffshändler vorbei. Ich bin gespannt, ob es hier was Neues gibt. Ob wir überhaupt Geld verdienen müssen. Wir haben den Drache, wir haben einen Erlkönig. Das ist ein leichter Jäger. Kauf erst ab Stufe 20 möglich, okay. Und der Falke ist ab 24 erst möglich. Aha. Falke ist ab 24 möglich. Ich montiere mir das mal. Und der Altkönig interessiert uns eigentlich nicht so wirklich. Okay. Ab Stufe 24. Also es würde einen schweren Falkenjäger geben. Und der auch... Ja, hat ein weniger... Ah, dafür hat er ein Geschütz weniger, aber einen Turmsockel hat er mehr. Und wow, viel mehr Panzerung. Viel, viel mehr Panzerung und viel mehr Laderaum. Viel mehr Nanobots und alles Mögliche. Ein geniales Teil. Also der Falke gefällt mir. Allerdings, ja. Erst ab Stufe 24 und wir sind, was sind wir? Wir sind Stufe 17 erst. Okay, das heißt, es wird noch einige Zeit dauern, bis wir den uns kaufen können. Na gut, alles klar. In dem Fall, Ausrüstungshändler. Dann gibt es ja kein neues Schiff für uns. Eigentlich schade. Ich habe eigentlich gedacht gehabt, dass wir uns jetzt ein neues Schiff holen müssen. Aber, ja gut. Dann müssen wir auch nicht... Reparatur abgeschlossen. ...keine Mission hier annehmen, um genug Geld zu machen. Und das während unsere eigentlich schon... während eine Mission schon läuft. So, der kann verkauft werden. Das passt, das passt. Da, nee, das passt nicht, meine ich. Voilà. So. In Frachtraum geladen. Jetzt sieht es wieder besser aus. Dann verkaufen wir auch das hier noch. So. Gut, genau. Logbuch haben wir noch nicht gelesen. Dum, da, dum, da, dum. Das hat man noch nicht. Ich kann Hakera einfach nichts abschlagen. Er hat mein Leben so oft gerettet. Ich bin ihm es einfach schuldig. Aber hinein nach Rheinland? Dieser Einsatz ist Selbstmord. Aber ich habe mittlerweile wohl den Ruf weg, alles blind zu erledigen. Egal wie gefährlich es ist. Und mache mich besser auf zum Ausrüstungsraum. Wer weiß, was da auf mich zukommt.
Fürst Takera war so gnädig, mich nach Sigma 13 zu begleiten. Er hat einen neuen zweiten Befehlshaber, Kobo. Ein guter Bursche, aber zu jung. Er erkannte Ozu zwar nicht lange, aber er ist wenigstens im Kampf gefallen. Ich hoffe, er ist glücklich, wo immer er jetzt ist. Jedenfalls sollte ich mich mal zurück ins Cockpit begeben. Gerüchten zufolge bereiten sich die Rheinländer auf einen Krieg vor und stationieren überall in ihrem System ihre Schiffe. Das ist wohl auch der Grund für meine Leibgarde. So können sie angreifen, bevor die anderen Fuß fassen. Es ist schon erstaunlich. Die Gesellschaft von Kusari hat die Blutdrachen ausgestoßen, aber immer noch verteidigen sie ihre Heimat. Verrückt. Ich habe ja schon viel von den legendären Blutdrachenpiloten gehört und konnte bei Tegakis Bogen mit ihnen zusammen fliegen. Aber Tegakis Leibwache ist unvergleichbar. Sie haben nicht nur die Flotte abgewehrt, sondern auch eines dieser mysteriösen Rheinland-Schlachtschiffe. Ich wäre gerne als Helfer geblieben, aber Rheinland war nur einen kurzen Flug entfernt. Wir mussten diesen alten, verlassenen Schiffsfriedhof aus dem 80-jährigen Krieg durchqueren. Ich hoffe, von Clausen kann verhindern, dass noch mehr von der Sorte nötig sind. Gut. Dann wollen wir mal weiter starten, weiterfliegen. Frankfurt Sprungtor fliegen, okay. Ich bin Hans Fischer, ein Freund von Mr. Blix. Ich soll Sie auf dem Weg nach Holstein begleiten. Folgen Sie mir. Okay. Wir nehmen die Handelsroute zum Frankfurt-Tor. Ich bin auch ein guter Freund von Herrn von Clausen. Er und ich liefern Fürst Takera Informationen, seit die Nomaden die Regierung von Rheinland infiltriert haben. Okay, alles klar. So, dann fliegen wir mal nach Frankfurt. Mit einem Kusari-Schiff hier rumzufliegen, ich weiß nicht. Das ist eigentlich keine so gute Idee, finde ich. Aber ihr habt ja gesehen, die Schiffe, die es hier gab, konnten wir uns alle noch nicht leisten. Das dauert, glaube ich, noch etwas, bis wir das schaffen können. Ja, da vorne ist schon das Sprungtor. Sehr schön. Ihr Schlachtschiff Freier, identifizieren Sie sich. Freier, hier Daumann-Frachter DHC 3417. Wir transportieren Vorräte zum Planeten Holstein. Bestätigt. DRC 3417, Sie können weiterfliegen. Mr. Trent, Sie bitte zuerst. Andocken. Alles klar, dann nach Frankfurt. Ein Glück haben wir die getroffen und ein Glück helfen die uns. Sonst wären wir hier nie durchgekommen. Und dann auf dem Rückweg auch noch, das könnte dann hart werden. Wenn ich mir das so überlege. Alles klar. Wie sieht das System aus? Oh, System ist jetzt nicht so groß hier. Passt aber schon. Müssen wir dann auf Frankfurt landen? Ja, schauen wir mal. Haben wir auf jeden Fall den ersten Planet und da geht es auch noch einen weiteren. Okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Die Rheinwehr hat jede Opposition gegen den Krieg mit Kusari brutal unterdrückt. Wir passieren gleich Station Mannheim. Es heißt, das Militär hat dort hunderte Journalisten und Aktivisten inhaftiert. Niemand weiß, ob sie noch leben. Okay, Station Mannheim. Mhm. München, Planet München. Aber hieß es hier in der Station Mannheim? Ah, das ist der Planet München und Station Mannheim. Okay. Und jetzt fliegen wir hierher. Das ist unser nächster Punkt hier. Okay. Wir nähern uns Holstein. Das ist der Wasserplanet rechts. Okay. Soweit, so gut. Bis da.
Ah, und auf Planet Holstein soll man landen gehen, wie es aussieht. Alles klar, dann landen wir doch mal auf Holstein. Und dann mal schauen, ob wir eine Zwischensequenz kriegen oder... Trent, hier Akira. Oh. Wir müssen unseren Rettungsplan leider ändern. Sie können nicht mehr nach Kusari zurückkehren. Die Rheinwehrflotte hat Honshu besetzt. Wir treffen uns mit Ihnen im Hamburg-System. Ich übertrage die Koordinaten später. Akira, Ende. Da sind wir. Meine Empfehlung an Herrn von Clausen. Ich treffe mich auf dem Südwestkontinent mit einem Bundschuh-Agenten. Okay, dann landen wir mal. Andocken. Kann sein, dass wir jetzt wieder eine Sequenz kriegen. Kann sein, dass wir jetzt eine Sequenz haben und dadurch die Folge etwas länger wird, aber ja. Schauen wir mal, wenn wir gelandet sind. Planet Holstein, Frankfurt-System. Ja, auch nur eine Landeplan, Landeplattform. Da existiert nicht viel. Sind Sie Mr. Trent? Von Clausen? Ihnen ist doch niemand gefolgt. Ich glaube nicht. Gut. Sie wissen nicht, wie froh ich bin, Sie zu sehen. Jonna und Blix haben sich schon angekündigt. Interessantes Paar. Blix war so frei, ihre Gedanken zu lesen, als sie auf Neu-Berlin waren. Dieses Vorgehen tut mir leid, aber ich musste sicher sein, dass der Mann von Hakera auch koscher ist. In meiner Position muss man sehr vorsichtig sein. Ich verstehe, aber jetzt sollten wir uns aus dem Staub machen. Kein Einspruch, Mr. Trent. Oh, ich muss gleich wieder starten. Ja, toll. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss und starten dann gleich in der nächsten Folge hier weiter. Schade, kann ich nicht speichern. Sehr schade. Egal, dann sage ich mal, bis zur nächsten Folge dann. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao, ciao.